So. Weil das Gebirge wäre schon nicht schlecht, wenn wir das dann hätten. Alles klar, so. Hier ist das erstmal ganz ordentlich. Kohle. Was haben wir jetzt hier? Kohle gefunden. Und Gold, das ist wirklich gut. Ja, Gold. Also das ist schon mal perfekt. Perfekt, perfekt. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus mit der Schmiede? Es fehlt Kohle. Okay, dann werden wir mal anfangen, hier ein paar Kohlebergwerke noch anzuschließen. Bräuchten wir jetzt sowieso. Also, wenn jetzt noch eine Münzprägerei gebaut wird, dann brauchen wir dringend, dringend Kohle. Wie sieht es aus? Nahrung ist nach wie vor vorhanden. Bisher ist eigentlich nur der Fisch aufgebraucht. Das ist eigentlich in Ordnung so. Dann werde ich aber auch hier wahrscheinlich noch ein Eisenbergwerk anschließen, weil ja, das scheint hier ja immer gerade so das verarbeiten zu können, was halt reinkommt. Von daher können wir das durchaus machen. So, der Bauernhof ist fertig. Wie sieht es mit der Eselszucht aus? Ja, die ist auch erst fertig geworden, ist noch gar nicht so lange. Dürfte die stehen? Okay, hier oben muss ich mal schauen. Der Steinbruch. Also der Steinbruch hier hat noch eine ganze Weile zu tun, weil der hat auch hier oben noch das Ganze. Und der hier dürfte auch noch länger Arbeit haben. Aber ich habe überlegt, ob ich halt diesen Weg komplett wegnehme zum Beispiel und den lieber hier mit anschließe und dann sage, okay, ich baue hier Getreidefarmen hin, weiterhin. So, das Gebirge ist jetzt unser. Dann werde ich erstmal hier diesen Weg jetzt abschneiden. Ich fürchte nämlich, die Baracke steht sehr nah dran. Und ich hoffe, wir können da trotzdem noch einige Goldminen bauen. Militärgebäude besetzt, Wasser gefunden, alles klar. Okay, hier wurden schon vier Felder angelegt. Das ist so ordentlich. Also der Bauernhof ist auf einem guten Weg. Und dann würde ich sagen, wir bauen hier mal noch einen Holzfäller hin. Ja, einen Holzfäller. Kommt das nämlich dann weg? Jetzt brauche ich den Weg nicht umlegen, das hat sich gerade erledigt. Ja, dann können wir höchstens hier halt noch einen zweiten, dritten Steinbruch mit hinbauen, damit das noch ein bisschen schneller geht. Okay, weil momentan sind wir wirklich noch in so in der Phase, wo Platz geschaffen wird. Wir haben jetzt zwar schon hier den Bauernhof. Aber mal schauen. Der Baum. Ja, endlich wird er weggemacht. Meine Güte, das hat aber lang gedauert. So. Sehr gut. Und ich glaube, der Holzfäller hat dann hier hinten. Kann man vielleicht noch hin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir dann jetzt den Hauptweg endlich fertig machen. So. Und dann wäre vielleicht eine weitere Fischerhütte gar nicht so schlecht, um da auch ein bisschen die Versorgung zu sichern. Wo können wir damit hin? Hier vielleicht. Nicht zu nah halt an den Berg. Das wäre blöd, weil dann verspielen wir ja immer hier die Möglichkeit, Minen zu bauen. So, also Gold ist wichtiger, deshalb werden wir auch zuerst mal die Goldminen hier bauen. So, hoffen wir mal. Ja, hier unten passt auch noch eine hin. Okay, drei Goldminen. Das ist in Ordnung. Und hier bauen wir auch erstmal überall. Kommt, wo geht Kohle hin? Okay. Keine weiteren Steinbestände. Dann mit hoch kann der hey, abgerissen werden. Okay. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, hier mal zu versuchen, einen ordentlichen Weg durchzubauen. Das werde ich mal machen. Bauen wir doch mal hier möglichst gerade. Obwohl, nee. Wir warten ab, bis das Feuer weg ist. Und der hier ist auch alle. Okay. Bis das abgebrannt ist, weil dann können wir wirklich gerade durch wahrscheinlich einen Weg legen. Und dann ist die ganze Anbindung besser. Ja, den haben wir gerade schon abgerissen. Wie sieht es jetzt hier oben aus? Ja, ich denke mal, die haben hier noch eine ganze Weile zu tun. Also, da gibt es ja noch einiges. So.
Wo könnte ich denn jetzt hier den nächsten Bauernhof hinsetzen? Wahrscheinlich müsste ich irgendwo hier hin, damit nicht wieder die Felder doppelt belegt werden. Das ist immer irgendwie doof. Mal schauen. Ja, gut, der Holzfäller wird ja auch nicht ewig da jetzt arbeiten. Dann kann der wieder weg, dann können wir den ganzen Weg sowieso neu strukturieren. Das wäre gar nicht so schlecht. So, und der kann jetzt weg. Damit kann das weg. Und damit kommen wir hier lang. So, komme ich da jetzt vorbei? Jawohl. Huch. So. Und dann werden wir... erstmal einen Erkunder losschicken. Und dann werde ich sicherlich hier eine Baracke hinbauen. Und... so. Gut. Und hier können wir noch eine Baracke hinbauen, dass wir auch hier rankommen. Obwohl, das könnte ich vielleicht zuerst machen. Vielleicht bietet es sich ja hier an. Eine Baracke. So. Weil hier könnte man dann gut so... ja, halt einen Förster bauen. Mit zwei Holzfällern. Dann kommt hier noch ein Sägewerk hin und dann haben wir die Holzproduktion gesichert. Und deshalb, also das bietet sich eigentlich ganz gut an. 26. Tag des dritten Monats. Meine Befürchtungen haben weitere Nahrung erhalten. Meine Leute fanden eine Stoffpuppe und zwei Speerspitzen, wie sie bei nubischen Völkern üblich sind. Und diese Artefakte sehen nicht sehr alt aus. Okay, da hat der Erkunder wieder was entdeckt hier. Ja, hier, da haben wir die Puppe. Tagebuch des Octavius. Vierter Tag im vierten Monat des zweiten Jahres. Es war zu erwarten. Wir sind auf ein nubisches Volk getroffen. Zunächst verlief alles sehr friedlich. Sie erzählten uns sogar von ihrem Heiligtum. Und schnell wurde klar, dass es sich dabei um eins dieser Tore handelt. Aber sie weigern sich, uns Zutritt zu ihrem Heiligtum zu gewähren. Wir werden darum kämpfen müssen. Ja, da sind wir also hier mit dem Gegner. Und das hier sind diese, diese Stoffpuppe mit den Speerspitzen. Ja, wie gesagt, der ist erstmal ganz friedlich. Er tut uns nichts. Er lässt uns halt nur nicht zum Tor, was blöd ist, aber... ja, solange er uns nicht angreift, haben wir also wirklich ausreichend Zeit, dort jetzt was zu machen. So, wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Ist alles abgebrannt? Ja, da können wir jetzt mal hier die Wege abreißen und mal hier gerade durchbauen, wenn es gehen würde. Wow, das ist ein bisschen schief. Naja. Also, das so gerade wie es geht halt. Sieht jetzt nicht schöner aus als vorher, muss ich sagen. Hey, was soll denn das jetzt? Okay, dann müssen wir das wieder anbinden, die Baracke. Also bis hierher gefällt mir das eigentlich, aber dann... mal gucken. Können wir nicht direkt hier dran... da ist das zwar jetzt hier drei Schritte, aber... sieht irgendwie netter aus. Und dann kommt die Fischerhütte halt hier oben ran. Und uch, das hier wird abgeschnitten. So. Ja. Doch, so ist das doch schon besser. Die Eselzucht, die läuft jetzt. Wie viele Esel haben wir jetzt? Null. Das heißt, sie werden sofort verbraucht. Unser Reich wächst und die Transportwege werden immer länger. Wir sollten ein Lagerhaus bauen, um schneller reagieren zu können. Einverstanden. Das können wir machen. Ein Lagerhaus, finde ich, ist immer ganz praktisch. Kann man auch dann so separate, ja, Produktionsstätten sozusagen aufbauen, wo man dann also zum Beispiel sagt, okay, ich lagere jetzt dort, in diesem Lagerhaus findet die Militärproduktion statt oder so. Dass ich halt dort gezielt wirklich Schilde sperre und halt das Bier einlagere. Das bietet sich immer ganz gut an. Der Holzfäller kann ja erstmal weg.
Also, das können wir durchaus machen. So, aber erstmal werde ich mich jetzt hier rum kümmern. Also, ja, wir werden jetzt hier wahrscheinlich wirklich die Holzproduktion hinsetzen. Deshalb werde ich die jetzt erstmal komplett versuchen einzunehmen, hier die Insel. Und dann werden wir hier mal weiter zur Grenze vorstoßen. Und bauen hier eine gar nichts. Dann bauen wir halt hier. Das ist ja jetzt ungünstig. Nee, wir reißen das nochmal ab. Ja, weg. Und bauen dann lieber hier jetzt eine Wachstube. Schon mal ein bisschen sicherer als also die Baracke. So. Okay. Und dann müssen wir uns mal um weitere Bauernhöfe kümmern, denke ich. Es wird langsam Zeit. Ja, hier passt sehr gut einer hin. Können wir also noch einen hinbauen. Der dürfte da ausreichend Platz haben. Okay. So ein Lagerhaus könnten wir jetzt zum Beispiel... hier auch hinbauen. Dann könnten wir sagen, okay, wir richten darum herum irgendwo so die Nahrungsproduktion oder so. Ansonsten würde ich aber momentan da sowieso, also die Schwerindustrie, die man, also die ich jetzt gerne mal auch auslagere, unabhängig vom Hauptquartier, jetzt hier schon steht und auch in der Nähe des Hauptquartiers ist, ja, es ist jetzt nicht so zwingend erforderlich, aber wir müssen mal sehen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Brauerei, aber ich fürchte, wir müssen wirklich erstmal Bauernhöfe bauen, damit wir da auch ausreichend Getreide dann haben. Neue Gebäudetypen, Militärgebäude besetzt, ist okay. Ja, und ansonsten bräuchten wir jetzt dann halt hier unten. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Nahrung? Ja, es wird halt langsam, jetzt wird's langsam knapp. Wir müssen dann mal ordentlich loslegen. Wir brauchen einen Bäcker, eine Mühle und Mühle. Das ist alles irgendwie. Wo komme ich damit gut hin? Vor allem, wo ich wirklich auch die Gebäude an einen Fleck so setzen kann, dass das nicht alles so geteilt ist. Möglichst nah beieinander. Okay, der Steinbruch, der kann jetzt weg. Ja, das hatten wir gerade. So, der Holzfäller hat auch nur noch zwei Bäume zu fällen. Das dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Dann kann das hier alles weg. Dann kann ich dort zwei Getreidefarmen locker hinsetzen. Vielleicht sogar drei. Und der Steinbruch, den brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Das schafft der eine da auch da alleine. Und außerdem würde ich den vielleicht sogar ein bisschen hier weiter hochsetzen. Dass wir da also ja, besser rankommen.